Hallo, ich bin Frank Fischer und jetzt geht es um unser Außenableitungssystem, das Codman EDS-3. Überblick. Erstmal ein Überblick. So wie hier abgebildet, bekommen wir das System vom OP. Entlüftet und am Patienten angeschlossen. Die Leitung auf der linken Seite kommt vom Ventrikelkatheter des Patienten. Es geht dann über einen Drei-Wege-Hahn zu einem Lührkonnektor. Ich habe hier eine Spritze draufgesetzt, damit man ihn besser erkennen kann. In der Realität sollte da aber normalerweise nichts angeschlossen sein. Auch kein Verschlussstopfen. Weiter geht es zum Drei-Wege-Hahn des Systems, an welchem wir auf der Intensivstation dann unseren Druckwandler anbringen. Danach geht der Weg über den Überlauf in die Tropfkammer und von da aus über einen weiteren Drei-Wege-Hahn in den Sammelbeutel. Justierung Teil 1. Am Infusionsständer muss das System so ausgerichtet werden, dass der Laserstrahl, von dem ich später erst berichten werde, genau waagrecht ist. Das kann mit der grauen Schraube links von der Messtafel eingestellt werden. Mit der großen blauen Schraube wird das System am Infusionsständer festgeschraubt. Dabei muss die Höhe des Systems so eingestellt werden, dass dessen Nullpunkt auf Höhe des Nullpunkts des Patienten liegt. Da der Hirndruck viel niedriger als der Blutdruck ist, ist die exakte Positionierung noch wichtiger als bei der arteriellen Druckmessung. Mit der weißen Schraube oben bei der Tropfkammer wird die Höhe dieser Kammer so eingestellt, dass der rote Markierungsstrich auf die gewünschte Überlaufhöhe zeigt. Justierung Teil 2. Hier sind die drei Schrauben etwas größer zu sehen. Grau für die horizontale Ausrichtung, blau für die Höhe des Gesamtsystems und damit die Nullpunkthöhe, weiß für die Überlaufhöhe. Unten links ist der Laser mit der Wasserwaage. Laser. Jetzt der Laser in Großaufnahme. Mit dem Taster oben in der Mitte wird er eingeschaltet. Das System muss so ausgerichtet werden, dass die Luftblase in der Wasserwaage genau in der Mitte ist. Patientenseite. Hier nochmal der patientenseitige Teil des Systems mit Drei-Wege-Hahn und Lührkonnektor. Lührkonnektor. Dieser Anschluss hat ein Rückschlagventil. Ein Verschlussstopfen braucht und soll nicht aufgeschraubt werden. Hier können Proben entnommen oder das System gespült werden. Dazu muss möglichst steril gearbeitet werden. Kopfhaube, Mundschutz, sterile Handschuhe, Desinfektionsmittel auf Konnektor sprühen und eine Minute einwirken lassen. Dies sollte nicht von den Pflegekräften durchgeführt werden. Drei-Wege-Hinne. Eine mögliche Fehlerquelle. Links ist ein Drei-Wege-Hahn unseres Ventrikeldrainagesystems zu sehen. Die verschlossene Seite ist da, wo am Dreher der einzige Arm angebracht ist und auf dem steht Off. Rechts habe ich einen normalen blauen Drei-Wege-Hahn hingelegt, wie wir ihn bei unseren venösen Infusionsleitungen verwenden. Die drei Arme des Drehers zeigen auf die offenen Richtungen des Ventils, also gerade andersrum wie beim linken Drei-Wege-Hahn. Beide Drei-Wege-Hähne sind gleich eingestellt. Normalerweise erkennt man die aktuelle Stellung gut, wenn man den Drei-Wege-Hahn sieht. Wenn man aber unter Tüchern den Hahn nur tastet, kann man beide Systeme leicht verwechseln. Überlauf. Hier ist der Überlauf gut zu sehen. Der rote Markierungsstrich ist auf der Höhe, auf welcher die Liquorleitung in der Tropfkammer endet. Entlüftungsfilter. Was ich noch gar nicht erwähnt habe. Sowohl der Sammelbeutel als auch die Tropfkammer haben Filter, die die Luft heraus, Bakterien aber nicht hereinlassen. Bei der Tropfkammer ist das die weiße Membran oben, wo die Liquorleitung einmündet. Wenn die Membran feucht wird, funktioniert sie nicht mehr. Deswegen sollte die Tropfkammer vor einem Patiententransport in den Sammelbeutel geleert und das System beim Transport immer senkrecht gehalten werden. Die Entlüftung des Sammelbeutels erfolgt über den weißen Stopfen über der blauen Klemme links oben am Beutel. Beim Transport sollte diese blaue Klemme verschlossen werden, damit die Entlüftung nicht nass wird. Sammelbeutel. Der Sammelbeutel kann nicht geleert werden. Er wird, wenn er voll ist, gegen einen neuen ausgetauscht. Dieser Beutel ist das einzige Teil an dem System, das ab und zu gewechselt werden muss. Im Gegensatz zu unseren Infusionssystemen, die wir ja alle 3 Tage wechseln, bleibt das Ventrikeldrainagesystem konnektiert, bis der Ventrikelkatheter gezogen wird.
Das System muss deswegen sehr hygienisch behandelt werden. Es sollte nichts Schmutziges in der Nähe sein. Der Sammelbeutel, der ja am weitesten weg vom Patienten ist, wird mit keimarmen Handschuhen gewechselt. Einige Kliniken verwenden sogar dafür sterile Handschuhe. Alle anderen Verbindungen, die ja näher am Patienten sind, sollten so weit wie möglich gar nicht geöffnet werden. Transducer. Der Druckwandler für den Hirndruck wird links am systemnahen 3-Wegehahn angeschlossen. Die Nullung gegen Umgebungsdruck erfolgt wie bei der arteriellen Blutdruckmessung auch. Vorherige Händedesinfektion und keimarme Handschuhe sind erforderlich. Wichtig ist, dass anstelle des Druckbeutels bei Bedarf mit steriler Kochsalzlösung aus einer 10 ml Spritze vorsichtig angespült wird. Dies ist in der Regel Aufgabe der Ärzte. Wenn man eine 2 ml Spritze nehmen würde, könnte man leicht mit zu viel Druck spülen. Wenn man gleich mit den ganzen 10 ml spülen würde, dann kann es, vor allem wenn der Hirndruck bereits erhöht ist, zu einem lebensbedrohlichen weiteren Hirndruckanstieg kommen. Also Vorsicht! Monitor. Der Druckwandler kann an unsere Monitore über ein Y-Kabel zusammen mit dem arteriellen Wandler angeschlossen werden. Die Druckkurve wird als ICP bezeichnet. Die Kurvenfarbe ist gelb und der ICP-Alarm wird scharf gestellt. Die Alarmgrenzen sind in der Regel 0 bis 20 mm Hg. Bei dem hier abgebildeten Monitor ist das noch nicht geschehen. Der CPP wird automatisch vom Monitor berechnet. Der arterielle Druckwandler wird wie gewohnt auf Vorhofhöhe positioniert. Bei deutlicher Oberkörperhochlagerung liegt der Hirndruckwandler deutlich über dem arteriellen Transducer. Dadurch wird der zerebrale Perfusionsdruck falsch hoch angezeigt. Einen exakteren CPP kann man bei Flachlagerung messen. Schnur. Die Herstellerfirma empfiehlt, das System zusätzlich mit dieser beigefügten Schnur zu fixieren. Die Schnur ist auch beim Patiententransport nützlich, da dann das System senkrecht aufgehängt werden kann. Beim Transport muss patientenseitig am 3-Wegehahn die Leitung unbedingt verschlossen werden. Da beim Transport das System nicht zuverlässig auf Nullniveau gehalten werden kann, würde sonst eine Wassersäule auf das Hirn drücken oder bei tiefliegendem Beutel Liquor rauslaufen. Danke fürs Zuhören. Das war eine kurze Einführung in unser Außenableitungssystem.